Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Nachdem ich Ihnen in meinem letzten Beitrag Bindetechniken für relativ große quadratische Tücher gezeigt habe, möchte ich Ihnen heute 4 Bindetechniken mit auf den Weg geben für ein quadratisches Tuch, was aber längst nicht so groß ist. Das, was ich mir hier ausgewählt habe, das ist jetzt ca. 90 x 90 cm und ich zeige Ihnen, ja, wie man das am besten binden kann. Das Tuch, das ist ein dünnes Seidentuch, ist jetzt nicht optimal für den Winter geeignet, aber gerade im Frühjahr oder im Sommer in Kombination mit einer Jeansjacke oder mit einer Lederjacke oder mit einer Strickjacke, können Sie das sehr, sehr gut kombinieren. Die erste Bindetechnik, die ich Ihnen zeigen möchte, dafür nehmen Sie das Tuch und falten es zu einem Dreieck. So. Dann drehen Sie das ein paar Mal, sodass Sie einen schönen Schlauch haben. Legen Sie es von hinten um den Hals nach vorne. Jetzt verdrehen Sie die Enden mehrere Male zusammen. Und nun verknoten Sie die beiden Enden wieder hier hinten. Und haben so eine schöne getwistete Variante. Das war die erste Möglichkeit. Bei der zweiten Variante nehmen Sie das wieder zum Dreieck. Sie entwirren das Ganze. So. Jetzt legen Sie sich um den Hals. So. Nehmen die Enden nach vorne. Überkreuzen die, stecken sich jetzt diese eine Seite hier unten drunter durch, so, und verknoten das Ganze. So, jetzt haben Sie auch hier eine schöne Variante, ein Dreieckstuch. Allerdings, das sieht so aus wie mit einer geknoteten Variante an der Seite. Das war Nummer 2. Um jetzt ein bisschen Volumen reinzubringen in das Tuch, falten Sie es komplett auf. Suchen sich die Mitte circa von der linken Seite, machen einen Knoten hier rein. Drehen es wieder um und haben jetzt hier so ein gefaltetes Tuch. Schnappen sich die gegenüberliegenden Seiten und legen sich so um den Hals rum. Und auch hier können Sie die beiden Enden wieder schön unter dem Tuch verknoten. Für die letzte Variante, die ich Ihnen heute zeigen möchte, entfernen Sie den Knoten aus dem Tuch wieder, legen es nochmal zum Dreieck zusammen so. Legen sich das Dreieck dieses Mal nach hinten um den Hals und jetzt nehmen Sie die eine Seite, machen sich einen Knoten rein und stecken das andere Ende vom Tuch hier durch. Ziehen den Knoten nochmal fest. Und jetzt können Sie das sich so schön über der Schulter auch drapieren. Das waren meine 4 Bindetechniken für ein quadratisches, kleineres Tuch. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude gemacht. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Nachprobieren, beim Nachstellen, Nachausprobieren der verschiedenen Techniken. Das war's für heute. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ihre Nicole Savage.